Hallihallo. Also, Teil 2 meiner kleinen Serie, die ich gemacht habe oder mache gerade. Ich teile gerade das mal in mehrere Videos auf. In älteren Videos, ne? In älteren Videos habe ich alle Versionen, die auf der Linux-Welt waren, hintereinander weg in ein Video gemacht. Und diesmal machen wir es anders. Jetzt machen wir mal Einzelvideos, dann braucht ihr nicht so viel Spulen. Ich hoffe, das gefällt. Wir schauen uns jetzt an Debian 7XFCE. Und hier haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit Installation im Textmodus. Finde ich interessant. So, normaler Start. Ich mache das hier in VirtualBox. Installation im Textmodus, das wäre quasi so eine Art Alternate-Installation. Ist dann oftmals praktisch bei Leuten, die Probleme haben mit Grafik und so weiter. Debian 7. Ubuntu basiert auch auf den Debian-Quellen, ist quasi die Urmutter von Ubuntu. Ohne Debian gäbe es kein Ubuntu und gäbe es auch kein Linux Mint. Debian geht dann seine eigenen Wege, dauert jetzt einen Moment zu laden, ich mache das hier alles live. Und die Farbe. Debian ist da eher konservativ und setzt auf Stabilität, wobei es da auch einen Unstable-Zweig gibt. Gut, so sieht's aus mit XFCE. Desktop diesmal, ne? Sieht man an der kleinen Maus. Das hier ist das Debian-Logo. Wollen wir das mal wieder im skalierten Modus machen? Wo komme ich da nochmal hin? Maschine? Nee, kann ich hier nicht. Kleinen Augenblick. Naja, ist egal. Machen wir am besten mal. Machen wir es mal so, dann ist es nicht verzerrt. So geht's. So sieht's ganz nett aus. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier unten haben wir so ein kleines Docky. Das ist ganz nett. Was haben wir denn hier für Terminal? About. Terminal. XFCE Terminal. Emulator. Gut. Uname. Minus A. Amerikanische Tastaturbelegung vorbelegt. Wenn das mal passiert, das SZ drücken fürs Minus, Minus A. Gut, hier auf dieser Live-CD, ich habe es ja jetzt noch nicht installiert, ist noch die englische Tastaturbelegung, beziehungsweise die amerikanische. Wir haben hier ein etwas älteres Kernel. Ja, ja, man geht hier die Stabilitätsschiene und nicht immer das Neueste mit Gewalt rein. Hier kommt es dann auf Stabilität an und wird auch vielfach dann auf Servern angewendet. So, LSB Release. Ja, wieder das mit dem Dings, also ich muss gleich Shift SZ hier auf der deutschen Tastatur. Kann sich nur noch um Stunden handeln, das wird das längste Video. Release in Mesa. Minus ist wieder das SZ. Aha, gut. Also, Debian 7, GNU Linux, Wheezy 7.0. Sehr schön. Schauen wir mal, was haben wir da Neues? Ich habe gerade mal so ein bisschen geblättert in der PC-Welt, die schreiben auch hier, ne, genauso wie unter Mint, sind hier schon Multimedia Codex neuerdings mit installiert. Man geht den Weg, die auch zumindest zum großen Teil reinzubauen, damit zum Beispiel solche Sachen wie MP4-Dateien und so weiter direkt so laufen. Vorher musste man sich das immer irgendwo anders besorgen und das macht ein System nicht unbedingt dann stabil. Wenn vielleicht ein unerfahrener User sich irgendetwas aus dem Internet zieht, nur weil es bei Debian 7 nicht mit drin ist. Und deshalb hat man es gleich mit eingebaut. Ne? Codex, sehr schön. Ne? Die VLC Media Player war übrigens auch unter Mint schon mit drin. Applications, RAN-Programm, also ein Programm ausführen. Ne? Kann man dann eingeben, ja, VLC. Dann könnte ich den VLC auch so starten. Nett. Gut, was haben wir sonst? Terminal. Emulator haben wir gesehen. File Manager. Jetzt kann ich mir den Dateimanager aussuchen. Gut, jetzt ist nur Thuna dabei. Ne? Thuna ist halt XFCE-spezifisch, ist auch kein Nautilus wie unter Ubuntu, sondern XFCE-spezifisch. Was braucht er jetzt? Na gut, ich glaube beim ersten Start, ich sehe mein Festplattensymbol rödelt ein bisschen, braucht er ein bisschen länger, lässt mir ein bisschen Zeit. Settings Manager. Aha. Interessant. Screensaver-Einstellung. Ah ja, jetzt, aha, ihr seht, jetzt geht es, ne, jetzt ist das soweit. Gut, standardmäßig, rein optisch sieht das ein bisschen
spackig aus, ne? Diese Gnome-Symbole drin sind, kann man aber mit Sicherheit einstellen, dass man auch mal andere Bildchen hat und Hintergrundbildchen. Schauen wir mal. Dann sind wir nämlich direkt schon beim Desktop. Ja, alone. Kann man viele Sachen. Ah ja, jetzt habe ich so oft den Dateimanager auf. Na ja, okay. Alles live und in Farbe. Was machen wir denn? XFCE, weil es XFCE ist, ja. Das sieht schon schöner aus. Gut, Icons kann man sich auch anschauen. Icon-Größe kann man hier verstellen. Aha, nett. Andere Font-Size könnte hier fürs Video ganz nett sein. Gut, betrifft dann aber nur den Desktop, so wie ich das sehe. Sehr schön, also gut. Close. Und man könnte sich natürlich dann auch andere Icons für den Folder, Home-Folder und so weiter machen. Dann haben wir ja ein Dateisystem. User, sage ich immer, ne? Obwohl manche sagen, das wäre USR, Unix, was weiß ich, Resources. Aber ich bin immer der Meinung, User könnte man auch sagen. User, Share und Icons. Hat weiter, Gnome, Highcolor ist installiert und hier rein mit Root-Rechten andere Icons, dann könnt ihr euch die auch installieren. Gut, gehen wir weiter. Was haben wir überhaupt für einen Webbrowser? Warte mal gut. Eiswiesel. Eiswiesel ist so ein Firefox für Leute ohne Firefox-Logo. Ne? Thanks for choosing Firefox, sagt er nämlich direkt, obwohl es Eiswiesel heißt. Da hat man die Firefox-Logos entfernt, damit man vollkommen ohne Copyright-Problemchen ist. Wie immer. Open Source. 10.0.12. Wobei Open Source ist der Firefox auch. Aber hier will man ganz frei von Copyright sein und dann ist das ganz nett. Gut, das ist natürlich ein bisschen älterer Browser, aber wie gesagt, man geht ja auf Stabilität. Der ist trotzdem in Ordnung, ja. Also nicht, dass ihr meint, ihr habt eine veraltete Version Firefox bzw. Eiswiesel, geht da nämlich ganz eigenartige Versionspolitik. Die Versionsnummern überholen sich wie verrückt, also die steigen rasant. Also hier haben wir jetzt Google mal als Suchmaschine direkt voreingestellt und da haben wir auch die Auswahl. Hier kann man, so hätte ich mir das unter Mint auch gewünscht, also ganz frei wählen. Finde ich gut. Hier haben wir einen Arbeitsflächenumschalter, ne, dass man zwischen vier Arbeitsflächen sofort umschalten kann. Eine ganz normale Uhr. Das ist, glaube ich, ein Netzwerksymbol. Nett. Im wörtlichsten Sinne. Hier alle Fenster schließen, damit man den Desktop wieder sieht. Dann Terminal haben wir gesehen. Type Manager haben wir uns ausgesucht, Webbrowser haben wir gesehen. Dann haben wir noch Application Finder. Aha. About XFCE, das schauen wir uns mal an. Da steht Window Manager XFWM4. Panel ist das XFCE4 Panel. Panel ist das Ding da oben. So, File Manager Thuna, Session Manager Settings Daemon und so weiter. Und so fort. Ganz nett gemacht. Wie gesagt, kann man sich ja frei anpassen. Es gibt ja auch noch verschiedene andere Benutzeroberflächen. Brasero als CD-Brenner. VLC. XF-Burn haben wir gleich zwei Brenner drauf. Naja, okay. Internet haben wir nur eher Eiswiesel. Was haben wir überhaupt für ein Mail-Programm? Ich sehe hier mal mit. GIMP. Welche Version von GIMP ist hier? Hier ist auch die 2.8er. Sehr schön. Aktuelle GIMP-Version mit Einzelfenster-Modus. Dass das immer hier alles so auf Englisch erscheint, liegt daran. Ich starte das hier von der Live-CD. Ist noch nicht installiert. Bei der Installation wird es natürlich eingedeutscht. Gut, Windows Single Window Mode. Gut, sehr schön. Das habt ihr richtig gemacht. So, da Mailreader. Was ist das denn? Da ist auch wieder nix. Matt. Gut, Home User Mail, das noch irgendwie, ja. Was ist denn das für ein Kappes? Matt? Da bin ich jetzt platt, also, die werden doch nicht im Ernst jetzt, eine textbasiertes Mailprogramm da eingebaut haben, also, ist ja kaum auszuhalten. Das gibt's überhaupt nicht. Gut, kann man sich ja nachinstallieren. Was haben die denn für ein Software Center, Office haben wir drin, LibreOffice haben wir drin, LibreOffice. Schauen wir erstmal da rein, weil ich gerade LibreOffice 3 bei LDN
Ja, gut, wie gesagt, die gehen eher auf Stabilität. Lieber eine ältere Version, die bekannt stabil und keine Problemchen macht, als den neuesten Hype. 3542, also das mit dem Mail-Programm, das fasziniert mich immer. Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Also hier gibt's nur einen Mail-Reader und der ist terminalbasiert. Gut, wo ist das Software Center? Install der Synaptic kann man drin, das ist gut, dass der schon vorinstalliert ist. Mit dem könnte man sich dann auch zum Beispiel Software installieren. Ich benutze ich öfter als das Software Center oder ähnliches. Hier kann man dann suchen. Da hatten wir dann zum Beispiel Thunderbird. Ich glaube, der heißt aber nicht Thunderbird, ne? Der heißt anders. Das ist genauso wie mit dem Eiswiesel. Eisdoof heißt er, ne? Eisdoof. Ja, den könnte ich jetzt installieren, können wir machen. To be installed, Eisdoof. Da hätten wir den Thunderbird, der hier Eisdoof heißt. Gut, jetzt nutzen wir mal das pfiffige Desktop-Symbol, Desktop-Umschalter. Sehr schön. Gut, was haben wir noch? Haben die denn kein normales Software-Center? Sehe ich jetzt hier nicht. Task Manager. So, Hier sehe ich zum Beispiel keine Auslastungskurve. Macht man vielleicht beim XFCE nicht, oder? Show all processes. Sehe ich jetzt hier nicht. Ist so ein bisschen auf Geschwindigkeit optimiert, das XFCE. Ne? Also nicht ganz so verspielt. Ne? Da geht's um ernsthaftes Arbeiten, was für mich natürlich wieder vollkommen ungeeignet ist. Wann war ich schon mal ernst? Gut. Wer ist denn eigentlich X-Falso? Falco kenne ich, aber Falso nicht. Wer ist das denn? X-Falso? Dokumente? Plugins? Gibt's hier kein About? Text? Ach, das ist so eine Art Medienspiel oder sowas? Sehe ich nicht. X-Falco hier, Falso. So. Gut, gibt's noch irgendwas Aufregendes? Desktop IST Web Control Panel. Netzwerkverbindung OpenJDK Java 6 ist mit drin. Orage Preferences. Das ist Kalenderchen, so ich das sehe. Power Manager, Printing, Screen, Session and Startup, Settings, Editor. Ich sehe jetzt hier im Moment keine Art Software Center, das scheint hier. Oder seht ihr es? Ich sehe es im Moment nicht. Session Startup, hier geht es um den System Start. Splash Screen könnte ich mir jetzt aussuchen, was da so kommen soll. Die Maus zum Beispiel. Welche Autostartprogramme kann ich hier ein- oder ausschalten? Session Priorität Advanced. Gut, warum ist hier ein KDE-Symbol? Das passt hier. Launch KDE-Services und Startup macht unterm XDE keinen Sinn. Genauen Services brauchen wir auch nicht. Wenn wir XFCE haben, ist ein anderer Manager. Wo war unser anderer? Changes Applies. Na gut, jetzt hätten wir Eisdorf. So kann man was installieren. Applications. Mailreader müsste ich eigentlich wieder umsetzen. Aber gut, gehen wir mal Internet. Warum erscheint das nicht automatisch? Muss ich mich ausloggen oder neu starten? Neustarten ist schlecht, dann ist von der Live-CD wieder runter. Gut. Machen wir mal ran. Programm. Dover heißt das, ne? Hoffentlich habe ich das richtig geschrieben. Ja. Und hier hätte man quasi, ich cancel das jetzt mal, Help about Eisdorf, hätte man Mail-Programm. Das ist wie Thunderbird. Gut. And your private policy. Und hier in der Version 10.0.12, also auch eine etwas ältere, geht mal wieder auf Stabilität. Wie gesagt, hier geht's nicht so sehr um Schnickschnack, aber man macht sich trotzdem die Mühe, hier so ein bisschen was zu machen. Ne? Da kann man auch so ein bisschen browsen, ne? So ein bisschen, woran erinnert mich das? An Skyrodoc so ein bisschen. Aber in der ganz abgespeckten Version. Gut, läuft hier absolut schmerzfrei, selbst in der virtuellen Maschine. Nett. Also so ein richtiges, kann ich das hier nicht irgendwo mal, Settings Manager, kann ich vielleicht da noch einstellen? Aha. Gibt es irgendwo Standardprogramme, Appearance, kann das Aussehen nochmal anpassen, können wir gleich nochmal machen. Preferred Applications, aha.
Mailreader. Aber kann ich da nicht irgendwie Eisdorf jetzt mal? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Also Mailreader ist für mich richtiges Mailprogramm. Gut, Overview. Appearance kann man hier noch ein bisschen einstellen. Style. XFCE. Aha. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ne? Also da hat es jetzt schon wieder für mich zumindest dann Low Contrast, High Contrast. So könnte man das zum Beispiel. So sieht das doch cooler aus. Ne? Also so würde ich mir das einstellen. Ne? Also wenn schon abgespeckte Version, dann kann es auch ein bisschen schwarz sein. Ne? So. Gut. Applications, Terminal, Settings, Ice-T Web Control. Was ist das denn? Ice-T Web Control Panel. Ich glaube, das hat irgendwas mit Java zu tun, kann das sein? Kommt so langsam oder auch nicht. Gut. Soll uns nicht jetzt weiter jucken. Und Mailreader müsste jetzt der Ice-Dove kommen. Genau. So kann man sich das einstellen. Ice-Dove. Den Terminal-basierten Mailreader habe ich auch noch nicht gesehen. Also das ist für die ganz Hardcore-Linuxer. Gut, nett gemacht. Abort XFCE. Credits. Vielen Dank an XFCE und an Debian. Stabile Version. Codex haben wir mittlerweile drin. Für jemand, der damit also wirklich täglich arbeiten muss, wahrscheinlich eine gute Wahl. Ja, wer darauf angewiesen ist, dass das System 100%ig stabil läuft, ne? Beziehungsweise 99,99%. Sehr schön. Können wir so lassen. Gehen wir mal wieder raus und schauen uns das nächste an.